Hallo und entschuldigt, wenn ich immer gleich aussehe. Ich drehe heute 3 Boxen hier ab, von daher. Aber erstmal herzlich willkommen. Es geht heute um den Vegan Beauty Basket. So wollte ich sagen. So sieht er aus und er kam heute erst an. Ich habe nur ganz flüchtig bisher reingeschaut. Wie immer ist hier das Vegan World Magazine drin, was ich sehr, sehr gut finde. Das ist immer... Gut, diesmal finde ich es vom Design eigentlich ziemlich hässlich, muss ich sagen. Sonst fand ich das immer sehr, sehr schön. Da stehen aber immer tolle Sachen drin, tolle Rezepte. Deswegen behalte ich das auf jeden Fall immer. So, aber erstmal an der Seite geworfen. Ich fange an. Als erstes kommt mir eine süße Karte entgegen. Oh, die ist echt süß. Guckt mal. Voll hübsch. With Dorf steht drauf. Werde ich vielleicht irgendwann mal benutzen. Mal gucken. Jetzt mache ich das Ganze mal auf. Die Produktkarte, da gucke ich eigentlich jetzt nicht rein. Da schreibe ich euch nachher nur die Preise rein, wenn ich das Video schneide. Und jetzt mache ich es auf. Für die, die die Box noch nicht kennen, man kann sich, das ist wie gesagt eine normale Abo-Box und man kann sich jeden Monat eine Sache aussuchen bzw. seinen Favoriten nennen. Zum Beispiel war es bei diesem Mal, gab es auf jeden Fall ein Deo und man konnte sich die Geruchsrichtung aussuchen. Und ich habe jetzt hier, das ist von, von Ben und Anna, glaube ich, wenn das die Firma ist. Ich meine ja, Persian Lime habe ich. Ist halt so sehr zitrisch. So sieht das übrigens aus. Zitrisch ist so ein Stick-Deo. Werde ich auf jeden Fall gerne mal ausprobieren, weil ich finde, das riecht halt sehr frisch, ne? Also ich bin auf jeden Fall gespannt, ob das was taugt oder nicht. Aber ich bin... Also der Geruch ist schon mal 1A. Jetzt muss es nur noch wirklich vom Schwitzen und vor Geruch schützen. Dann wäre das natürlich super. Dann geht's weiter. Hier ist so ein Goodie. Your Superfoods Energy Bomb. The Pure Focus of Superfood Mix. Ich weiß nicht genau, was da alles drin ist, aber es scheint einfach so ein kleines Pulver nur zu sein. Kann man vielleicht mal in Joghurt geben. Ist ein ganz nettes Goodie. Ja, ist okay. Dann mache ich weiter mit einem Pinsel, beziehungsweise mit einem, wie nennt man die nochmal, so ein Augenbrauenbürstchen-Spoolie. So sieht er aus, ganz normal. Ich meine, ihr kennt solche Teile. Davon habe ich nun schon so viele. Der ist jetzt von Raprada Hoffmann. Den werde ich verlosen, weil ich habe... 2 Stück bestimmt, wenn nicht 3. Und ich brauche nicht so viele. Also definitiv nicht. Deswegen, also finde ich eine gute Sache. Aber ich habe halt schon genug. Dann geht es weiter mit Puro Bio Cosmetics. Habe ich hier einen Pinsel. Ideal for Compact Powder, Free Powder or Mineral. So sieht die Verpackung übrigens aus. Da seht ihr auch schon den Pinsel, wie er rauskommt. Ich hole ihn mal raus. So sieht er aus, finde ich von der Optik auf jeden Fall sehr schön. Ist nicht sehr dicht, also ist ein sehr fluffiger Pinsel. Ich mag es bei Puder zum Beispiel eher mehr, wenn die ein bisschen fester sind. Aber das ist unterschiedlich. So vielleicht zum Wegmachen, hier kann ich mir das ganz gut vorstellen, wenn man gebaked hat. Ich werde ihn auf jeden Fall mal testen und dann berichte ich irgendwann euch mal, wie der ist. Weiter geht es mit Lip Fine Peeling. Und zwar handgemachtes Lippenpeeling Rose Kokos. So sieht das Ganze aus. Ist hier in so einer kleinen Blechdose, was ich ganz süß finde. Ein Lippenpeeling kann man, finde ich, immer gebrauchen, weil man hat ja schon des Öfteren mal so ein bisschen spröde Lippen. Und dann so ein Lippenpeeling ist schon eine schöne Sache. Und ich habe momentan keins mehr zu Hause, deswegen finde ich das eigentlich ganz cool. Dann, was ich auch gut finde, sehe ich gerade, auch von der Marke, von der der Pinsel ist, ist passend dazu ein loses Puder, womit man... halt den Pinsel benötigt, um es aufzutragen. Das finde ich bei dieser Box auch immer sehr gut, dass sie manchmal 2 zusammengehörige Produkte reintun. Das ist jetzt zwar nicht so mega viel drin, sind 5 Gramm, aber dennoch finde ich das sehr, sehr gut. Und ja, ist eine schöne Sache. Ja, jetzt fängt es bei den Nachbarn an, Krach zu machen, die, ja. Naja, ich hoffe, ihr hört es nicht so sehr, das tut mir jetzt gerade leid. Ich habe hier übrigens noch von Barbara Hoffmann einen 10% Rabattgutschein. Ich werde mir da wahrscheinlich nichts kaufen. Wenn ihr Interesse habt, hier ist einmal der Rabattcode, dann könnt ihr das 10% haben. Und dann als letztes ist hier drin von Sisskin Skincare Oils Elixir Grapefruit and Sweet Fennel Toning Body Oil. Okay. Das, ja, keine Ahnung. Also auf jeden Fall ein Öl. So sieht das aus, finde ich eine sehr schöne Verpackung, so ein Körperöl. Es sieht sehr flüssig aus, gar nicht so ölig, muss ich sagen. Ich bin gespannt, das mal zu testen, aber ich habe momentan noch ein paar Öle. Von daher erstmal brauche ich die auf, bevor mir irgendwas schlecht wird. Ich gucke mal, ob man da irgendwie
schon was riechen kann. Nee, nicht wirklich. Aber auf jeden Fall sieht es sehr schön aus. Öle kann man immer gebrauchen, ist immer gut für den Körper. Von daher freue ich mich darüber. Und die Box war wieder ganz gut. Also sie war jetzt nicht so mega. Also mir fehlt halt ein bisschen noch mehr was Dekoratives. Also ich meine, da ist ein Puder drin, aber vielleicht so, ich stehe halt drauf, wenn da Lippenstifte, Lidschatten oder sonstiges, irgendwas da schon noch mit drin ist. Also ich finde sie gut, das kann ich nicht anders sagen. Es sind ja auch wirklich viele Produkte drin, sonst sind es, glaube ich, immer 5. Jetzt habe ich hier, warte, 1, 2, 3, 4, 5, 6 und hier ein kleines Goodie. Also von daher kann man sich auf jeden Fall nicht beklagen, was die Menge angeht. Bestimmt auch nicht, was die Preise angeht. Ich habe den Preis der Box definitiv schon lange wieder raus. Und ja, sie ist ganz gut, kann ich auf jeden Fall so sagen. Und ich freue mich auf die nächste und ich hoffe, da ist wieder was Dekoratives drin. Und dann hoffe ich natürlich auch, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, dann könnt ihr mir gerne auch einen Daumen nach oben da lassen. Wenn nicht, dann lasst es. Aber ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!